Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dodo Spandau Dodo Wars. Wir sind gerade dabei, uns neu zu orientieren, meine Damen und Herren. Ich kann jetzt auch schon verraten, wohin es geht. Nach Jungle Nord. Es gibt da eine. Keiner. Genau, es gibt da eine sehr große Insel, die aber auch eine Landzunge hat, die quasi zum Festland führt. Also da kann auch. Ich denke mal, die naheliegenden Inseln, so wie hier zum Beispiel, da kann ja auch ein T-Rex drüber, weil es gibt ja eine Regel, die besagt, die Base muss T-Rex zugänglich sein. T-Rex. Deswegen fallen ja zum Beispiel weit entfernte Inseln weg, weil einfach auf dem Weg 1000 Haie den T-Rex halt töten. Oder anderes. Aber so Flüsse oder nahe Inseln ist ja kein Problem. Ja, also es ist ein ziemlich guter Spot. Es geht sehr linear den Berg hoch. Ups. Wichtig ist, dass uns keiner. Du blockst mich jetzt. Ah, das geht die Sinke hier immer. Ja, genau. Aber ich glaube, das. Also es hat auch wieder. Klar, man kann immer Pech haben, aber. Das Ding ist halt, Fährmann ist auch ein super Tank, bis der mal down ist. Und jeder denkt halt, auch weil der Megalosaurus und alles noch da ist, ja, dass das einfach unser Spot ist. Falls du Level hast, direkt in Geschwindigkeit rein. Ja, ja, ich hab ein Level hatte ich erst. Wir wissen halt nicht, wo Kalle und Eis sind, deswegen müssen wir gucken, dass wir jetzt nicht in die reinlaufen. Wobei, die sind ja wahrscheinlich nur bei unserer Base. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die gerade deshalb Jungle South sind. Du hast Damage bekommen oder gemacht. Hier sind Raptoren, wir rennen einfach weiter. So. Wir laufen hinter dir her. Oh, oh lol, das sind ja sogar ineinander gesteckt, die Jungs. Oh, die haben richtig Bock. Ja, aber das ist das Schöne an Iguanodons. Du outrunst halt alles allein wegen Ausdauer. Wobei, ja, die haben auch unendlich, oder? Ja, ja. Also wenn sie PvE-Viecher haben unendlich Ausdauer. Ja, das ist auch immer sehr schön. Okay. So, da ist unser neues Zuhause. Oh, das überlebt da. Easy. Hier ist noch ein Iguanodon. Sorry. Der wird gerade vom Raptor gemacht. Ah, alles cool. So, siehst du den hohen Berg hier? Genau vor uns jetzt? Ja, mit den Ruinen drauf. Ja, da geht's hoch. Und da ist eine Höhle drin mit Bären. Und das ist gleichzeitig auch ein Notfall-Escape. Da kann zwar kein T-Rex drum rein. Unsere Theorie war ja, dass die Strukturen bei uns auf dem Berg verhindert haben, dass in dem Berg, wo die Höhle bei uns ist, den Spawn verhindert hat, oder? Ja, nee, das hier ist jetzt keine Cave, das ist so eine Bärenhöhle. Okay, ich meine ja nur, dass wir das halt im Hinterkopf halten. Weil ja bei unserer alten Base im Prinzip nichts gespawnt ist in der Höhle. Ja, jedenfalls am Anfang nicht. So, wie kommen wir jetzt hier nochmal am besten hoch? Müssen wir mal gucken. Denkst du, du kannst mal zwischen zwei Bäumen durch? Nö. Ja, es ist zum Kotzen. Vor allem, weil es hier noch so ganz leicht desinkt. Und dann hängst du auf einmal in den Bäumen, obwohl du eigentlich Pima Auge durchkamst. So. Top. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht Alex und Johnny. Irgendwie habe ich es ein bisschen im Urin. Ich weiß nicht, wieso. Ich glaube, dass sie halt auch Positionswechsel machen. Und wenn die recherchiert haben, dann kommen die zu diesem Spot, weil der ist halt. Aber die haben so viele so, Helmsklammen investiert. Hier ist die Landzunge. Hier geht es quasi rüber hierhin. Mhm. Und hier geht es jetzt hoch. Ich muss mir das sowas von eintragen. In den Koordinaten. So, und jetzt geht es die ganze Zeit um diese Feldspitze hoch. Das ist und an sich wir gut gehen zu verteidigen. Nicht, wir gehen nicht nach ganz oben. Wir gehen quasi. Ja, hierhin. Hier ist die Bärenhöhle. So, und hier bauen wir jetzt unsere Base. Ich würde sagen, wir machen echt nur ein kleines Haus. Ja, also 2x2 oder 3x3. Diese Base, genau, diese Base ist nicht dafür da, dass wir sie verteidigen. Diese Base ist nur dafür da, dass wir Schränke reintun können. Öfen Holz oder und so Stein? Stein. Oder? Ja, sonst oder können die Bären beides einfach durch. Ja, ja. Kann man nicht Doppelwände machen? Oh. So. Stroh auch. Was wie Doppelwände oder sowas? Nee. Doch, also, doch, geht. Ja, ja, geht. Aber fundamenttechnisch ist das schwierig.
Wir machen erstmal aus Stein so 3x3, würde ich sagen. Okay. Okay. Gadget, ein Stein. Dann playst du die mal. Ja. Aber hier ist schon versperrt, ihr Otten. Oh. Okay. Mach mal über. Hier ist einer! Bin Bär! Wir müssen abhauen. Okay, wir haben echt Pech. Okay, wir müssen abhauen. Ja. Spring auf den drauf. Einfach hier in die Biege. Einfach runter. Was bist du? Nice, er ist langsam. Alter. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Ich sehe dich. Ich komme dir daher. Gehst du jetzt den gleichen Weg runter? Sag ja, Eier. Wir brauchen Eier. Ich muss erstmal Sachen droppen. Kannst du wissen, was das heißt? Aber wo bist du? Ich fight die jetzt einfach. Ich bin noch so. Oben. Sag das doch. Ich bin jetzt einfach nur runter. Dann komme ich wieder hoch. Wer ist denn da drauf? Der hat die Biege gemacht. Ich habe den Ultra Low geschossen mit der Shotgun. Hättest du gesagt, fighten dann? Ja, Alex oder Johnny. Okay, du bist jetzt ganz unten, ja? Ich bin einfach stumpf runter, weil ich dachte, wir laufen. Wegen Bären. Ja, aber dachte, dann... Der wirkte halt so verwirrt. Ja, dann war es bestimmt Johnny. Es war nur nicht einer. Alex. Ja, wir hätten fighten. Weil ich sehe, komm wieder den auf. Nee, seht ihr beide hier. Dann komm runter, dann spring runter und dann gehen wir. Lass einfach mit Jungle gehen, einfach über die Dings drüber. Hallo, ich häng fest. Okay, ich komm nicht weg. Ich bin festgebackt. Ich laufe einfach weg. Ja, das Problem ist, ich häng hier fest. Shit, ey. Ich bin in den Baum gebackt. Okay, das ist quasi... Ja, lass wieder unsere Base spawnen. Ja, schreib in den Chat PvP tot. Achso, ja. Dann wieder zu Mainbase. Okay, das war sowas von unlucky. Also erstmal, dass sie uns finden und dass ich jetzt im Baum bugge. Du rennst einfach zu unserer Base zurück. Hä? Okay. Meinst du, dass wir von da aus wieder aufbauen stattdessen? Keine andere Base bauen. Doch, aber wir müssen jetzt erstmal ein Reset machen. Also wir können jetzt nicht einfach weitermachen. Ich brauche wieder einen Iguanodon oder einen Raptor. Ich habe mein ganzes Equipment verloren, Mori. Und wir haben alles Wichtige mitgenommen. Also das war jetzt Worst Case. Ey, wie unlucky kann man sein? Vor allem, ich sag nur, ich hab's im Urin. Vor allem, und scheiße, dann tauchen die auf. Du hast den Iguanodon mit den Narcotics auch. Ja, das war jetzt Worst Case. Du hast ja den High Level. Oh lol, ich sehe. Oh lol, ich hab vielleicht die Basis gefunden. Mori, ich hab die Basis von ihnen gefunden. Hier ist Holsten. Oh Gott, hier ist er jetzt gerade richtig Action. Merk dir mal, ich sag dir die Koordinaten. 55, 40. Also 55x, 40y. Da hatten die, glaube ich, schon mal eine Base. Da sind sie. Okay, ich habe noch einen anderen Spawn im Mid-Jungle. Der ist auch ganz cool. Aber ja, ich habe sie gefunden. Ich habe Eis ja, gefunden. Ja, komm erstmal zu. Eis und Kalle, oder was? Ja, Holsten war da gerade. Ja, sehr gut. Ich dachte, wir reden nur über Johnny und Alex. Nee. Weißt du, ob die vor Ort sind? Hast du die Spieler gesehen? Ich habe den T-Rex gesehen nur. Und ich wollte jetzt kein Risiko eingehen alleine. Die haben den T-Rex? Ja, Holsten ist der T-Rex. Okay. Level 74, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Mach ich das jetzt? So, ich brauche erstmal alles neu. Alter, das ist halt so unlucky. Komme ich nicht drauf klar, was die immer für ein Glück haben. Erstmal, dass wir halt so lange aus der Base raus sind und dann... Boah. Da muss man schon aufpassen, dass man nicht tiltet, sag ich mal. Das war halt echt, also wie haben die uns da gesehen? Es ist so unlucky, das Timing. Also, dass sie da hoch... Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht, wie viel Pech man haben kann. Aber ist okay, wir arbeiten damit. Hast du dir gemerkt, wo? Ich habe es aufgeschrieben, ja. Vor allem, ich habe halt... Also, wir haben... Also, ich habe halt nichts mehr, ne? Alles Wichtige verloren.
Ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen schockt, aber... Okay, ich habe jetzt Angst, dass mich einer von beiden Teams verfolgt, weil ich halt gerade an beiden Basen war, so gesehen. Oder beziehungsweise erst die da waren und dann... Sind beide Nord-Jungle dann, ja? Nee, das ist Mid-Jungle. Wenn du guckst auf dein Koordinatenfeld. Habe ich nicht, ich habe die nur jetzt aufgeschrieben erstmal. Okay. Nee, das ist Mid-Jungle, das ist quasi, da waren die, glaube ich, schon mal. Okay. Boah, ist das unlucky. Holy shit. Ich bin jetzt erstmal unterwegs. Ich bin... Oh, ich habe einen Iguanodon gefunden. Soll ich den direkt zähmen? Kannst du machen, ja. Ja. Ich habe keine Narko-Darts, sondern nur Armbrustdinger. Ja, solange es Narko-Armbrustdinger sind, sollte es klappen. Ja, das... Hier ist nur ein Teri in der Nähe, aber... Komm ich hoffentlich hin. So. Dann würde ich nämlich im Optimalfall einfach mit einem Iguanodon zu dir kommen. Oh, der ist auch Level 62. Holz brauche ich. Gut, dass wir einen Fährmann drauf geladen haben. Moment, das sollte der ja tanken können, oder? Klar. Wenn das nur ein Iguanodon ist, klar, du hast ja auch einen Sattel. Oh lol, jetzt backt der auch und guckt mich nur noch an. Also, dass die mich da ebenso in den Baum eingeklemmt haben. Also, dass sie uns zufällig finden. Nice, hab ihn. Gut, damit kann ich noch irgendwie arbeiten, ja? Auch wenn es alle Pläne, die ich mir vorgenommen habe, über den Haufen wirft. Aber dass sie dann mich auch noch, dass ich an dem Baum durch diese kleinen Diesings hängen bleibe und sie mich dann festdrücken halt, dass ich da auch nicht mehr rausbagge. Vor allem ist es jetzt quasi auf dem Tell. Dadurch, dass die halt die, oh scheiße, ich hatte richtig Schießpulver, Narkobären, alles mit. Das ist halt auch ein krasser Tell für die jetzt. Krasser Tell? Ja, im Sinne von, warum sollten wir so viele Krams mithaben? Weißt ja, du, wenn die wissen, so wir wollen eine neue Base. Alter. Also, okay. Freunde, jetzt ist auf jeden Fall so ein Moment, wo ich bei den anderen reinschalten würde. Jo. Ich habe alles an Kohle mitgenommen, auch das Schießpulver. Alter. Es ist so bitter. Aber Moment, das Schießpulver habe ich ja hier und Kohle. Ich habe ja, ich habe dir ein bisschen was reingetan, aber... Oh nein, okay. Ficken, hier sind Hyänen und Adler. Die attackieren gerade alle den Iguano, den ich gelegt habe. Warte, du hast Schalke Blitz? Ja, ja. Oh Gott, bless. Oh. Naja, aber trotzdem, also Fortuna ist uns nicht hold, ne? Dafür, nee. Aber grad, also, es ist ein kleiner Trost. Ja, ja, aber aber in dem anderen war auch Schießpulver und Narko-Dings und alles. Aber jo, in dem anderen waren die ganzen Narkotics. Ja. Aber das Ärgerliche ist jetzt gerade 62er Iguanodon, ich kann Adler jetzt und Hyänen. Ich kann nicht mal raus was gehen. Ich kann nichts machen. Also wenn ich jetzt wirklich safe spielen wollen würde. So, Fernglas. Du craftest dich erstmal hoch. Das habe ich auch schon hinter mir. Oder haben wir hier Kristall? Ich glaube draußen. Ich bin jetzt auf dem Weg. Wenn ich noch einen Iguanodon finde, nehme ich den. Guck mal, Eis und Kalle hätte ich es irgendwo vielleicht noch gegönnt, ja? Aber den ja, beiden, aber das Ding ist, die haben jetzt einen höheren Dino-Count als wir und, sind am Drücker, die, ja, die haben jetzt und zweimal... Und haben jetzt auch mehr Leben. Die haben zweimal sehr hart... Weißt du, und die Typen laufen vor uns weg, wenn wir mit jeweils einem Raptor angreifen. Obwohl die Bären haben, die vor allem, bis zum... aber Scheiße. Du hast dich scheinbar auch ein bisschen baiten lassen, weil die sind ja auch weggelaufen. Vorhin erst. Ja, klar, die sicherste Variante, klar... Sicherste Variante wäre gewesen, ich renne einfach, aber ich bin ja Henno. Ja, ja. Aber es ist gut, dass das deine Folge war gerade. Ich bin jetzt auch gleich wieder Base, ich bin gerade am Fluss. Oh, what? Fasern oder? Okay, ich bin von irgendwas getroffen worden. Aber ich weiß nicht wovon. Beschreibe den Sound. Mein Dino hat einfach nur ein Geräusch gemacht.
Okay. Ich habe nicht mal eine Zahl gesehen, gar nichts. Okay. Vielleicht bin ich auch irgendwo dumm irgendwo hängen geblieben, aber... Ich geh nochmal zurück und guck nochmal. Nee, bitte renn einfach weiter. Okay. Also, liebe Freunde, uns geht's gerade nicht gut. Wir werden von allen Seiten gefistet. Wir werden belagert. Ja, die Fronten haben sich verhärtet. Bei Kalle und Eis war es noch schön, weil die haben uns quasi, ja, viel Fleisch auf den Teller serviert. Ja. Na gut. Ist okay. So, aber ich sehe den Fährmann wieder. So, habe ich das. Ich kann halt hier nichts machen, Mori, ohne dich. Ich kann mich nicht auswagen. Ich bin gleich da. Ich habe Fährmann zumindest jetzt von unten schon gesehen. Ich bin jetzt gleich, ich bin gerade dabei hochzulaufen. Zement. Hast du? Ja, hast du dabei. Gut. So, was brauche ich noch? Armbrust. Ja, jetzt brauche ich nur noch Rüstung und dann bin ich eigentlich good to go. Das war die ganzen... shit. Ich hatte in meinem auch richtig viel Chitin. Ja, gut, Chitin. Hier gibt es ja genug Insekten. Wobei, das brauche ich jetzt am allermeisten, ja. Okay, hier ist ein Fahrer, der wegläuft. Ich muss sagen, mich nervt gerade der Tag, witzigerweise. Lol, weil du den... Weil der halt mega useless ist und in der Nacht würde er uns gerade so hart helfen. Ja, gut, dass du halt die Nacht einfach mal auf 0,25 gestellt hast. Ja, ich glaube, ich stelle das wieder um. Jetzt ist natürlich Auslegsache, wie... Das bist du, du bist ja gerade hier, ja, ne? Ja, ich bin jetzt da. Okay, der Iguanodon, den du gezähmt hast, ist verreckt, ne? Ja, ja, wie gesagt, Adler und Hyänen, da kann ich nichts machen. Okay, da bin ich froh, dass sie nicht mich angegriffen haben. Damit du den hast, weil du gerade das Opfer bist, so. Du bist der Schutz braucht und dich wieder aufbauen muss. Ja, pass mal auf, wir machen das jetzt folgendermaßen. Du entlädst den. Und ich gehe mit dem Iguanodon los und zähl mir noch einen. Okay? Hä, und was meinst du mit, warum komme ich nicht mit? Weil, bringt nichts, wir haben nur ein Reittier, du brauchst halt Jahre, um hinterherzukommen. Es würde schneller gehen, wenn ich allein losgehe und... Okay, was mache ich in der Zeit? Den entladen. Ja gut, aber das ist ja, wenn du losgezogen bist, meine ich. Naja, ich sehe einfach nur, dass es alleine schneller geht, was soll ich sagen? Also es gibt das meine ich ja nicht, ich meine nur, was soll ich in der Zeit machen? Ja, nichts, es gibt nichts zu tun, Mori. Du kannst Chitin-Farm gehen, aber dafür hast du kein Dino. Ich kann auch neue Narcotics farmen mit Fährmann. Das kannst du machen, ja. Dann musst du den erstmal entladen. Der steht aber neben dem Schrank. Wieso habe ich jetzt keine Kristalle mehr? Die waren im Iguanodon. Ich pack die rein. Nee, ich hab die. Alles gut. Hol die wieder rein. Achso. Wieder rein? Ja. Kristalle, ja. Zack. Gut. Weißt du, weil dann habe ich wenigstens gerade was zu tun. Und bin halt jetzt nicht loses und wir holen zumindest die Narcotics wieder, auch wenn das Schießpulver halt weg ist, was mega ärgerlich ist. Nee, ein bisschen Schießpulver war in Schalke Blitz drin. Hoffentlich, eigentlich. Meiner Meinung nach. Und Narco-Darts waren eigentlich auch drin. Ja, die habe ich. Aufgeräumte Werkzeuge. Das war ein echt guter Plan. Also ist jetzt schwer zu, kann man jetzt schwer zeigen, so wie der Plan. Also müsst ihr euch vorstellen, ihr habt ja dieses Loch da gesehen, woran wir quasi unsere Base bauen wollten. Oh, nice. Mhm. Und in diesem Loch war eine Bärenhöhle und die führte in einem kleinen Gang, wie so ein Hogwarts-Geheimgang, unten aus dem Berg raus, wo ich gestorben bin ungefähr. Ey, das ist doch deine Folge, Max. Ja, ich erklär's ja nur. Achso, okay. Und, das wäre einfach geil gewesen. Vor allem in der Bärenhöhle spawnen halt die ganze Zeit Bären.
Wahrscheinlich ist das deren Spot, wo die Bären farmen. Deswegen waren die. Naja, die Frage ist, warum. Also, ich würde sagen, sie wollen halt eine Base bauen. Glaube ich. Warum waren sie sonst beide da? Die haben da irgendwo ihre Base. Die gehen nicht mehr in ihre alte. Die machen genauso wie wir Positionswechsel aus taktischen Gründen. Okay, hier wären Raptoren. Ah, nicht so geil. Ich würde jetzt echt mal gern wissen, wie Nacht ist für mich. Oh, das wird jetzt ein bisschen dauern. Ja, ich spreche einfach mal gleich mit den anderen ab, wie wir das machen mit Nacht. Wie das alle sehen. Für uns würde es viel bringen wegen dem Megalosaurus, aber natürlich gibt es noch andere Aspekte und ich stelle jetzt nicht nur, damit wir besser dastehen, die Einstellung wieder um. Muss aber auch sagen, oh lol, fuck. Wir, da war ein Alpha. So, komm mal mit, Junge. Ich habe einen Iguanodon, alles gut. Du kannst einen Iguanodon-Sattel herstellen. Okay, mache ich. Ich meine, du dürftest ja dann gleich wieder da sein mit dem. Ja. Boah, ist so ärgerlich, dieser 60er, 62er, das wäre so nice gewesen. Du, diese ganze Folge ist ärgerlich. Was soll ich sagen? Uns verfolgt gerade eine kleine Pechsträhne, aber was kommt nach einer Pechsträhne? Ja, da geht's wieder aufwärts, Freunde. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. So ist es. Hauptsache, die Laune bleibt oben. Entschuldigung. Ja. Zweifelsfall einfach nochmal ein paar Drogen einschmeißen. So. Ja. Iguanodon, Sattel. Mit ihren Fickbären, Alter. Ich werde denen die so zerficken. Das ist wieder so. Wo ist eigentlich mein Flattervieh? Stimmt. Scheiße. Der ist ja auch gestorben. Ja? Haben die den gekillt? Ja, ja. Der war im Tab angezeigt. Oh. Genau. Du kannst schon mal einen Iguanodon-Sattel herstellen. Dann gehen wir einfach zum anderen Spot. Der ist sogar in der Nähe von Kalle und Eis. Da geht. Aber ich glaube, der wäre gut. Da sind auch Bären. Das ist auch eine Bärenhöhle. Hast du jetzt mal geguckt, wo der ist? Was denn? Also, ich habe ja Plan B gemacht. Ich bin ja nicht dumm. Ja, allein Plan B zu machen. Hier, Brain, ne? Ja, das Kopf muss man's haben. Ja. Och Mann, ist die Folge bitter, ey. Ich muss mich echt zusammenreißen, aber ich habe schon vieles erlebt, gerade im PUBG. Iguanodon-Sattel ist da. Von PUBG ist man einiges gewohnt, sag ich mal. Der PUBG ist echt gut, um... Deswegen verstehe ich Alex nicht, warum der so leicht tiltet. Der spielt den ganzen Tag nur PUBG. Wie geht das? Kalle ja das Gleiche. Ja, ich glaube, Kalle hat jetzt eine gute... Wie soll ich sagen? Kalle... Resistenz aufgebaut. Hat jetzt eine gute Resistenz entwickelt. Der hat wirklich viel einstecken müssen bisher in diesem Projekt, leider. Ist deswegen auch gut. Kalle ist ja auch ein emotionaler Mensch. Gott sei Dank, ist ja auch immer gut. Und... Er hat seine Learnings aus dem Projekt gezogen. Das ist halt schon, ja, kann man auffassen, wie man mag. Aber er meint auch selber, er ist jetzt echt abge... wie sagt man? Er hat jetzt eine dickere Haut. Abgebrühter. Jo. So, ich lass mal Fährmann mir folgen und hoffe nicht, dass er in der Falle läuft. Nee. Witzig. Nee. Das wird nicht gehen. Du musst sie vorher deaktivieren und einsammeln, sonst sind die wasted. Nee. Ja, alles. Ja, ich weiß, aber du hast das. Der eine Weg zum Tor ist quasi frei. Ich brauch die gar nicht deaktivieren. Ich spar mir die Zeit. Er war nur festgebackt, weil dein Freund da gechillt hat zwischen seinen Beinen. Weißt du, was wir auch machen könnten? Wir können ja einfach am Südstrand eine Hütte bauen. Aber bringt halt gar nichts, weil überhaupt nichts in der Nähe ist. Aber da würde uns halt niemand erwarten. Niemand patrouilliert hier den Südstrand ab. Der Südstrand ist einfach das unspektakulärste in dem spielbaren Bereich vom Südjungle. Da gibt es ja nicht mal Spino-Spawn. Das ist ja wirklich komplett scheiße.
Ja, nicht nur Strand, ist halt auch einfach kein Metall, gar nichts. Ja, da erwartet uns einfach niemand. Also wir können immer mit dem Floß rüber zu der Totenkopfinsel. Nee, oder... Nee. Mein Plan ist echt, wir machen jetzt eine Armee aus Bären und schicken die alle auf Johnny und Alex, dass die halt richtig leiden. Aber ich glaube, die tamen jetzt die Bären in der Höhle auch, weil warum sollten die sonst dahin? Schalke Donner. Schalke Blitz haben wir ja noch. Ich glaube, die sind dahin, um eine Base zu bauen, to be honest. Aber vielleicht auch mit dem Bärenhintergedanken. Ich meine, sie waren das erste Team, was ich glaube Bären nicht, dass. Also ich weiß es nicht, aber ich fühle mich schon ziemlich tryhardig, wenn ich vor einer Aufnahmesession hart recherchiere, 2 Stunden lang, was wir machen können. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie das auch machen. Aber du musst ja bedenken, die haben die ganze Zeit des Projekts eigentlich fast ausschließlich Nordjungle gechillt. So, die werden schon wissen, dass da was ist. Also, ich würde sagen, wir haben auch das ganze Projekt Südjungle gechillt. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich hier überhaupt alles und jeden Spot weiß. Ja, aber wenn du vielleicht nach Bärenspots gegoogelt hattest, weil du ja von Anfang an Bären haben wolltest. Ja, gut. Weil das ist ja genau das, was sie ja gemacht hatten. Ah, da bist du. So, also von mir aus können wir Versuch 2 starten. Wir können auch, by the way, mit den ganzen Steinen und so hier die Strukturen schon mal bauen. Das ist vielleicht besser. Ja, ist halt aber auch wieder Gewicht, aber klar. Habe ich mir aber auch schon überlegt. Dann mache ich mich gerade mit Fährmann wieder auf dem Rückweg. Ach, ist das alles schade. Aber gut, was willst du machen? Das Schöne an Fährmann ist, dem sind Bäume egal, der läuft einfach. Ja. Nicht so wie T-Rex. Okay, wie mache ich das? Ach, Stroh. Aber das ist das Einzige, was traurig ist. Dass Fährmann halt, zurückbleibt. Weil das ist unser MVP. Ja. Es geht auch nur schweren Herzens. Alter, wie einfach hier der T-Rex immer noch liegt. Alter. Verschwindet doch erst in 7 Stunden, Ebbe Sand. Richtig Deko. Oh Mann. Ey, das erinnert uns an unseren traurigen Fehler. Ja, das ist ein Mahnmal für uns. Ja. Diese Ficker. Wir dürfen es nicht vergessen, was sie uns angetan haben. Ja, ich muss Holz farmen. Obwohl, Holz farmen habe ich im Fährmann drin. Ist es genug? Es sollte genug drin sein. Warum reitest du Fasern nicht? Weil ich schon Fasern farme und weil er keine Ausdauer mehr hatte. Okay. Genau. Ich denke ja mit. So, jetzt Achtung. Ich habe ja auch meine Learnings gehabt in diesem Projekt. Es sagte er und sprang aus der Base. Jo. Vor allem war das halt auch nochmal eine Folge. Das macht's halt witzig. Ja, sagen wir witzig. Ey. Es hat uns in keinster Weise aufgehalten oder behindert. Ein bisschen Zeit gekostet, ja, aber... Okay, Steinwände. Ja, ich glaube, das reicht. Also, wenn wir da ankommen... Hast du besattelt? Nee. Wenn wir da ankommen und da sind wieder Leute, ich raste aus. Ich habe auch keine Rüstung. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Rüstung mehr machen soll. Wir können gar nicht, oder weil lieber der Chitin, das Chitin war in einem anderen Iguanodon. Ich denke, ob wir hier Chitin suchen oder vor Ort, nimmt sich nicht so richtig was. Wir spekulieren ja eh darauf, dass die anderen uns nicht finden. Wie viele Foundations hast du jetzt gemacht? 4. Ich kann nicht mehr herstellen. Wir haben nicht mehr Ressourcen. Was brauchen wir denn noch? Und wie viel hast du? Lass wieder alles mitnehmen, so wie eben. Ich hab... Okay, ja. Weil ich glaube, ich könnte noch ein paar herstellen, aber ja. Nee, wir haben kein Holz. Timer abgelaufen. Okay.
Ja, das war's mit, ich glaube, bisher der An... Ja, wobei, wo wir 7 T-Rexe verloren haben, ohne dass wir was tun konnten, war auch bitter. Aber das ist auf jeden Fall Top 2 der bittersten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.